Hallo Kackbratzen. Nein, es ist nicht gefährlich. Das Spiel hat doch erst begonnen. Man kann uns noch nicht umbringen. Um meine kleine Sammlung zu erweitern, durchwühle ich oft stundenlang den Katalog von eBay. Und meist müssen es unbedingt kleinere Perlen sein, von denen kein Mensch zuvor irgendwas gehört hat. Hauptsächlich suche ich auch gezielt nach kleinen japanischen Horrorspielen, da sie, mal von der seltsamen Sprachbarriere abgesehen, häufig ziemlich charmant sind und versprühen auch sehr oft eine absurd schräge Atmosphäre und eine herrlich mystische Aura, die wir in den üblichen Blockbustern einfach nicht finden. Denn, seien wir mal ehrlich, die Klassiker, die jeder kennt wie Resident Evil und Co. sind ja ganz nett und sie sind zu Recht auch Klassiker, die man unbedingt gespielt haben muss, aber wie sieht es denn mit Spielen aus, die auch schon zu Release keine Sau gekauft hat und deswegen auch heute null Aufmerksamkeit erhalten? Nicht immer sind unter diesen Raritäten auch Spiele dabei, die sich angenehm zocken lassen. Und ja, häufig gibt es darunter auch solche Titel, die einem unfassbar große Schmerzen bereiten. Nicht alles in der guten alten Zeit war gut und vieles hat zu Recht keine Aufmerksamkeit verdient. Aber trotzdem findet man unter den Haufen Scheiße auch manchmal wirklich einen kleinen ungeschliffenen Diamanten. Wie etwa auch The Note, das von NK System entwickelt und dann 1997 von Sunsoft für die PS1 veröffentlicht wurde. Und diesmal sogar in Europa. So, ne? Bevor nun irgendwer rumschreit, bitte nicht schon wieder einen von diesen unsäglichen Resident Evil Kopien. Erstens, Fresse halten ihr Kackbratzen, denn es wird gegessen, was auf dem Tisch kommt, und zweitens ist es weit mehr als nur eine unsägliche Resident Evil Kopie. The Note wird ausschließlich aus der Ego-Perspektive gespielt und da man mit einer Schrotflinte einen Sack voll Monster töten wird, ist es wenn überhaupt ein halbgarer Versuch, ein Spiel wie Doom in ein Horrorspiel zu verwandeln. Aber The Note ist so viel mehr, und es beinhaltet sogar eine Gameplay-Mechanik, die wir zu diesem Zeitpunkt in keinem anderen Videospiel gesehen haben. Und das beginnt schon kurz nachdem wir die CD ins Laufwerk gesteckt haben. Mir fällt jetzt spontan auf der PS1 kein Spiel ein, in dem man mit einem dieser Helligkeit-Justierungsbildschirme konfrontiert wurde, noch bevor man überhaupt das Spiel startet. Und das ist jetzt nicht irgendein Grafik-Schnick-Schnack, sondern ist quasi fundamental wichtig für das Gameplay. Aber darauf kommen wir noch zurück. Also haltet jetzt mal für die nächsten Minuten eure Klappe, holt euch einen Keks und danach könnt ihr immer noch die Kommentare stürmen. Die Story von The Note spielt im Januar 1997. Akira, ein freiberuflicher Okkultismus-Journalist, bekommt Besuch von einer Frau, deren Tochter mit ihren Freunden auf eine Reise gegangen, aber nie zurückgekehrt ist. Akira erklärt sich bereit, sich auf die Spur der Tochter zu begeben und erhält von der Mutter ein paar Dinge in die Hand gedrückt, die ihm auf der Suche behilflich sein sollten. Darunter auch ein Foto eines heruntergekommenen Herrenhauses irgendwo in Europa, in dem es angeblich nur von Geistern wimmelt. Kurze zwei Wochen später befindet sich unser Held mit seiner Partnerin Angela vor Ort und die Angst kann beginnen. Nachdem wir nun die Kontrolle über unseren Helden übernehmen können, werden uns zwei Dinge auffallen. Zum einen wird uns die Sicht auf das Geschehen von einem periodischen Blinzeln immer wieder kurz blockiert und zum anderen werden wir Freundschaft mit einem der schlechtesten Benutzeroberflächen in einem Horrorspiel schließen müssen. Aber alles der Reihe nach. Auch wenn es den Anschein hat, dass Akira ein Zyklop ist, hat das Blinzeln nicht nur einen kosmetischen Effekt. Das Klimpern mit den Augen ist unsere Lebensenergiestatusanzeige. Ist alles in Ordnung, blinzelt unser Held in regelmäßig langen Abständen. Muss er aber Schaden einstecken, was leider relativ häufig passieren wird, wird ebenfalls das Blinzeln häufiger und auch das kleine Guckloch auf das Spiel wird sich nie wieder ganz öffnen, bis wir am Ende nur noch einen kleinen Schlitz haben und Akira am Ende tot auf dem Boden zusammenbricht. Irgendwie ist es ein geniales System und weitaus besser als diese dämlichen Rotverfärbungen des Bildschirms, wie wir es in 98% aller anderen Spiele finden. Die eingeschränkte Sicht auf das Spiel erzeugt zudem einen Grad an Dringlichkeit und ein Gefühl von Enge. Auf der anderen Seite hat man es vielleicht doch ein wenig übertrieben. Mir kann man es aber auch nicht recht machen. Aber Leberwurst, kommen wir mal zu dem Kernelement, das The Note wirklich zu einem einzigartigen Spiel macht. Licht spielt in The Note eine bedeutende Rolle. Wohl in keinem anderen Spiel, das zuvor erschienen ist, rannte man wie wild, nachdem man einen Raum betreten hat, zum nächsten Fenster, um die geschlossenen Vorhänge aufzureißen, um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Alle in The Note enthaltenen Monster sind ziemlich lichtscheues Gesindel und hat man mal einen Raum von ihnen befreit, wird das Licht sie davon abhalten, aus der Dunkelheit zurückzukommen, um euch erneut auf den Sack zu gehen. Es hat nur den Nachteil, dass Tageslicht nicht unendlich verfügbar ist. In The Note gibt es einen strikten Tag- und Nachtwechsel und es dauert nur kurze Zeit, bis die Sonne ihre letzten Strahlen auf den Teppich
Teppich geworfen hat und sich der Raum erneut mit Dunkelheit füllt. Zum Glück gibt es in einem jeden Zimmer auch genügend Lampen an der Wand, die mit einem Streichholz angezündet werden können, um dauerhaft einen Raum mit Licht zu füllen. Denn mal abgesehen, dass Lichtmonster fernhält, wird man in einem dunklen Raum weder Gegenstände genauer untersuchen, noch wird man sie aufheben können. Und das ist ein geschickter Zug, denn in einigen Momenten wird die Situation umgedreht. Befindet ihr euch zum Beispiel in einem hellen Raum, werdet ihr kaum einen leuchtenden Hinweis finden. Man wird also gezwungen, das Licht zu löschen, um versteckte Hinweise zu finden und das Licht dann gegebenenfalls später wieder zu entfachen. Leider hat man auch nicht unendliche viele Streichhölzer zur Verfügung. Man kann zwar im Laden in der Stadt sich mit einem schönen Vorrat eindecken, aber auf der anderen Seite hat man natürlich nicht unendlich viel Geld, was euch vielleicht in eine schöne Zwickmühle bringt. Einige Monster lassen Schmuck fallen, den man im Laden verkaufen kann. Das kann einem zumindest ein wenig bei der Monsterhatz helfen. Wie gesagt, fällt mir kein Spiel ein, das diese Gameplay-Mechanik, also das aktive Spiel mit Licht und Dunkel, schon vorher benutzt hat. Falls ich mich täusche, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. In The Note gibt es wie gesagt eine Menge an Monstern, darunter auch kleine Ratten und Fledermäuse, bis hin zu richtig fiesen Kram, der euch relativ schnell euer Licht auspusten wird. Man beginnt das Spiel ganz ohne Waffe und man sollte somit so schnell es geht im Hause die nicht ganz so schwer versteckte Schrotflinte suchen und dann auch nicht vergessen, im Dorfladen sein restliches Startgeld für Munition und Heilgegenstände auszugeben. Übrigens kann man zu jeder Zeit in den Laden zurückkehren. Hierzu verlässt man einfach das Haus durch die Eingangstür. Der Kampf ist allerdings relativ bescheiden. Die Schrotflinte lässt sich nur dann nachladen, wenn man auch die letzte Kugel verschossen hat, und das Nachladen ist eine logistische Qual. Im Prinzip könnt ihr es euch auch gleich abschminken, auf kleinere Gegner wie Ratten zu schießen. Deren Hitbox ist nicht breiter als 2 Pixel und man ist besser dran, wenn man die Beine in die Hand nimmt und ins nächste Zimmer läuft und sich die Munition für größere Monster aufspart. Erschwerend hinzu kommt, dass sich unsere Spielfigur quasi nur im Schneckentempo bewegt und die Kontrolle über das Spiel der größte Scheiß seit Erfindung der Schultertasten ist. Da The Note ein frühes Exemplar eines 3D-Spiels aus der Ego-Perspektive ist und sich Analogstick noch nicht so wirklich durchgesetzt haben, darf man sich auf eine sehr rudimentäre und leicht nach Kacke stinkende Steuerung freuen. Dreieck und X bewegt die Sicht nach oben und unten, während man sich mit Viereck und Kreis nach links und rechts bewegt. Leider ist es nicht möglich, sich gleichzeitig in eine gewünschte Richtung zu drehen und zu bewegen. Die absolut klobige Kontrolle erzeugt enorm viel Panik, denn natürlich warten die Monster nicht auf euch und werden ohne mit der Wimper zu zucken ziemlich schnell kurzen Prozess machen. Davonlaufen ist keine Option, da die Monster schneller sind als ihr. Aber Fuchs, was ist denn nun mit den Schultertasten? Meine lieben Kackbratzen, die Schultertasten dienen ausschließlich als Schnellfunktionen für das komplett kaputte Inventar und Steuerungsschema des Spiels. Zumindest kann man die Tastenbelegung frei bestimmen. Wer schlau ist, legt die Schrotflinte auf eine der R-Tasten und die Munition zum Nachladen auf eine beliebige L-Taste. Einen Knopf sollte man für das Öffnen von Türen reservieren und dann hat man immer noch eine weitere Schultertaste übrig für das Anzünden von Zündhölzern. Zumindest war das mein Layout. Leider gibt es keine praktische Allzweck-Taste. Das Öffnen von Türen, Anschauen und Benutzen von Objekten versteckt sich hinter einer ganz eigenen Funktion. Hierzu öffnet man mit der Starttaste das Menü und klickt sich dann durch die verschiedenen Optionen. Und man kann sich vorstellen, wie toll dieses System ist, wenn man sich dank den verschiedenen Rätseln und den verschiedenen Objekten sich zigmal durch dieses Menü klicken muss. Die eigentlich recht einfachen Rätsel, in denen man meist nur irgendwelche Schlüssel finden muss, sind nicht unbedingt eine Hürde. Viel schlimmer ist das grausame Backtracking und andere Dinge, die euch Zeit und wertvolle Gegenstände kosten werden. Während unser Held und seine Kollegin jeweils auf eigene Faust das Haus auf den Kopf stellen, kann es vorkommen, dass eure kleine Freundin um Hilfe ruft, da ihr langsam das Licht ausgeht. Damit nun die Ische nicht in der Dunkelheit von den Monstern vernascht wird, muss man stellenweise von einem Ende des Levels zum anderen laufen, um der geistlosen, aber stets fröhlichen Partnerin etwas von seinem kostbaren Lampenöl abzugeben, das man vorher teuer mit seinem hart verdienten Geld beim örtlichen Händler eingekauft hat. Chotto matte. Die Grafik ist nun der übliche Zugunfall, den man in einem frühen 3D-Spiel aus dem Jahr 1997 erwarten darf. Es gibt nur einfache Texturen und die Räume mit ihren Gegenständen wurden so einfach wie möglich dargestellt, um den Grafikchip der PS1 nicht zum Explodieren zu bringen. Trotzdem ist das Spiel mit Licht und Dunkelheit einfach großartig und das, obwohl die PS1 gar nicht in der Lage war, in Echtzeit Licht und Schatten berechnen zu können. Trotz der spärlichen Details wird eine enorm dichte Atmosphäre erzeugt. Auch der Sound ist dabei eine große Hilfe. Das Geklimper im Hintergrund verstärkt das Gefühl der Einsamkeit und insgesamt ist alles für eine Billigproduktion relativ gut gelungen. Sogar die Sprachausgabe ist nicht unbedingt ein kompletter Brechdurchfall. So da, isoganagya.
The Note ist jedenfalls eine sehr angenehme Überraschung. Die Steuerung ist zwar die Hölle auf Erden, aber das Spiel mit Licht und Dunkelheit und dass man hierzu auch manchmal das perfekte Timing benötigt, ist der absolute Hammer. Und das für ein Spiel, das vor gut 25 Jahren für die PS1 veröffentlicht wurde. Und nur wenige Titel haben danach diese Mechanik wirklich gut nachgemacht oder übernommen. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass dieses Spiel ein absolutes Meisterwerk ist, aber zumindest ist es eine komplett unterschätzte kleine Perle, der man unbedingt mal eine Chance geben muss. Die Story ist stellenweise sehr, sehr, sehr käsig und man braucht einen starken Magen. Die Steuerung ist ein Graus und es fehlt komplett an der Feinpolitur, aber The Note hat seinen Reiz und ist zutiefst faszinierend. Solltet ihr also über dieses Spiel stolpern, solltet ihr definitiv zugreifen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.